Baddha-Hastha, Baddha-Konasana, die gebundene Winkelhaltung mit gefalteten Händen. Du kannst die Hände hinter dem Rücken falten und dann dich in Baddha-Konasana nach vorne beugen, als Zeichen der Ehrerbietung, aber auch als eine Übung zur Flexibilität der Hüftgelenke, gute Vorbereitung für die Lotusflexibilität. Hier hast du nämlich zum einen die Abduktion und zum anderen die Rotation. Gerade diese Vorwärtsbeuge aus Baddha Konasana ist sehr gut, um die Lotusflexibilität zu entwickeln.